Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Factorio. Wir haben uns einen dicken, fetten Panzer gebaut letzte Folge und werden dick und fett diese Aliens kaputt machen. Yes! Und damit starten wir auch sofort. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich mir das vorstelle. Wir rasen da jetzt einfach voll ohne irgendeinen Plan rein. Vielleicht aber mit Verteidigerkapseln. Und dann werden wir erstmal hier unseren Freund platt machen, ja? Der ist mir so auf die Eier gegangen. Zack, hast du jetzt davon, du Sausack. Ich mag dich nicht. Okay, okay. Wir können ja eigentlich ein bisschen mitschießen, ne? Ja. Und dann würde ich sagen, ist das hier unser Safe-Punkt. Aber ich denke mal, die Türmchen, die schaffen das ohne Probleme, die Aliens kaputt zu machen, die hier ankommen. Und dann, boah, dieser Panzer ist so cool, so cool. Es wird so abgehen jetzt. So, was forschen wir als nächstes? Irgendwas für irgendwas Cooles brauchen wir, irgendwas Cooles. Energieschild MK2, nö. Batterie, nö. Fusionsreaktor waschen wir. Dauert zwar ein bisschen länger, aber brauchen wir. Und wir brauchen noch neue Verteidigerkapseln, weil die schon wieder im Arsch fahren. So, wir machen uns hier direkt beim Hinfahren schon die Schneise fertig für unser Fließband. So. Fahren wir hier rückwärts wieder raus. So, sehr schön. Einmal kurz safen wieder. So, einmal alles kaputt schießen. Reparieren und weiter geht's. Hey, uff. Lass mich in Ruhe. Ja, es läuft sehr gut, würde ich sagen. Nicht mehr lange und das Lager ist Geschichte. Können wir hier durch? Jo. Wo ist das Lager? Wo ist das Lager? Da ist das Eisenfeld. Ja, im Dunkeln ist echt beschissen. Aber ich sehe genauso wenig wie ihr, was? So, mehr dürfen wir nicht. Müssen wir wieder wegfahren. Immer schön ein paar Bäume mitnehmen. So. Unsere Geschütztürme, die rasten völligst aus hier. Mal gucken, wie das munitionstechnisch aussieht. Nicht, dass das hier abschmiert. Ich hatte beim letzten Mal eigentlich genug reingelegt. Ja, können noch ein bisschen was nachlegen. Hoch. Ups. Falsch gelenkt. So, wir können sie auf der Stelle drehen. So, dann haben wir gleich das Eisenfeld, glaube ich, clean, würde ich sagen. Hier noch ein bisschen, ja, genau. Den fetten Wurm wegmachen. Und dann müssen wir auch schon wieder verschwinden. Und wir haben, wie ihr seht, hier die ersten roten Aliens übrigens. Das heißt, die Evolution ist ein bisschen weitergegangen. Wir haben viel Pollution gefressen. Aber die roten sind noch okay, ja, also... Kein Grund zur Panik. Kein Grund zur Panik. Alles ist gut. Alles ist gut. Dum, dum, dum. Heute wird so ein richtiger Aufnehmtag bei mir. Ich habe so viel Pläne, was ich alles aufnehme. Warum lenke ich denn falsch? Was mache ich denn? Jedes Mal ramme ich hier gegen mein Tor. Ich habe so viele Ideen, was ich alles machen will. Ich will einmal... Plug-Ink aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das ist ein recht neues Game.
Sturmeul habe ich mir jetzt geholt, ist im Angebot. Das will ich aufnehmen. Da weiß ich noch nicht, ob ich da ein Let's Test oder ein Let's Play rausmache. Ich glaube, das entscheide ich kurzfristig. Hoch. Sind echt viele, die hier rumrennen, ja? Ja, was will ich denn noch alles aufnehmen? Ja, ich will noch zwei, drei Folgen Walk of Ages aufnehmen. Ich will noch... Boah, ich will so vieles noch machen. Ich will so vieles noch machen. Aber wir haben ja erst Mittag und ich habe den ganzen Tag Zeit. Wir haben heute... Diese Folge seht ihr ja am Montag, glaube ich. Montag müsste heute bei euch sein. Nein, wir haben heute noch Samstag. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin mittags hier am Rumchillen. Wir haben Samstag. Deswegen habe ich dafür Zeit. Und die Zeit werde ich auch nutzen, um hier für euch einen neuen, ja, neuen Shit aufzunehmen. So, puh, das sind echt viele. Hoch. Ich komme kaum noch vom Fleck, so viele wie hier sind. Hier ist ein Riesenfriedhof. Ja, es wird Zeit, dass wir die Roboter bekommen. Die hier ein bisschen rumreparieren. Weil teilweise machen die schon so langsam, fangen die an Schaden zu machen. Das ist natürlich nicht so cool, aber nicht zu ändern. Vielleicht setze ich auch hier oben einfach mal eben vier Türmchen hin, die so ein bisschen da rumballern. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Was macht der denn da? Hat er da festgebackt an dem Wasser oder was war da los? Ja, hier noch so drei, vier Hütchen. Und oben auch noch. Da müsste das eigentlich gewesen sein. Hoch, hoch, ich kann nicht wegfahren, ich kann nicht wegfahren. Dam, dam, da, dam, dam. Ah, ihr habt so keine Chance gegen meinen Panzer. Ihr habt einfach mal gar keine Chance. Guckt es euch an, wie der Panzer abgeht, ja. Also der Panzer ist echt sehr wichtig im Kampf gegen Aliens, vor allem am Anfang, wenn man jetzt wie ich noch keine gute Rüstung hat oder einfach nicht die Materialien, um eine gute Rüstung zu bauen, macht es auf jeden Fall echt Sinn, das so zu lösen. Es gäbe zwar auch noch hier den Laserturm-Trick da mit Leitung legen und was nicht alles, aber auch die haben wir noch nicht. Hier sind echt viele Würmer und das stört mich ein bisschen. Ich glaube, das Feld, das machen wir auf jeden Fall noch komplett weg. Weil, da ist schon sehr nah dran, ja. Ist schon sehr nah dran, ne? Und ich will hier keinen Dauerkrieg haben gegen die. Ah, hier wird dick gefightet. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft und dann haben wir das Feld freigeräumt. Ich müsste eigentlich so ziemlich alles, was ich dafür brauche, um die Verteidigung stehen zu haben, dabei haben. Das heißt, Fließbänder, Türmchen, Mauern, Knickis, müsste eigentlich ausreichen. Jetzt ist es schon wieder stockeduster hier. Aber ich kann oben auf die Karte gucken, wo ich hinfahren muss. So, das war, glaube ich, das letzte Häuschen. Noch einmal zurückfahren. Ich habe auch das Gefühl, das MG von dem Panzer ist wesentlich schwächer als das MG von den Türmen. Also irgendwie macht das weniger Schaden. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
So, wir müssen jetzt die Stelle freigeräumt haben. Denn würde ich sagen, fahren wir jetzt dahin und bauen direkt das Lager auf. Kann ich eigentlich hinter der Mauer einsteigen? Nee, kann ich nicht. Aber Hauptsache, ich kann da aussteigen, aber nicht einsteigen. Ja, das ist immer ganz wichtig. So, Autosave, auch ganz wichtig. So, hier haben wir schon die Schneise schön drinne. So. Müssen wir mal gucken. Stelle ich mich hier mal auf das Feld drauf. Okay, es wird wieder hell. Wo kommt ihr denn bitte her, ihr Ärsche? Warte mal, hier sind noch. Ah, da hocken noch ein paar kleine Hütchen im Wald. Warte mal. Die muss ich doch dann auch mal eben noch kaputt machen. Ah, auch noch fette Würmchen. Und wieder ein Arsch voll Aliens. Ein riesen Arsch voll Aliens. Die offensichtlich auch Probleme haben, damit durch den Wald zu kommen. Das ist ja schon mal schön, dass es dir nicht besser geht wie mir. Da hatte ich ja auch immer Probleme mit da durchzuwandern. So, ich glaube, einmal muss ich noch daherfahren. Da stand, glaube ich, noch ein Häuschen und ich glaube auch noch ein Wurm. Bin mir gerade nicht so sicher, aber einmal müssen wir das noch machen. Das ist besser jetzt gründlich zu sein, als dann später hier ständig Ärger zu haben. So, ein Hütchen, ein Wurm, ja, hatte ich richtig gesehen. Was ist das denn hier? Ach, das war nur ein kleiner Alien. Es ist schade, dass man das Holz nicht bekommt, was man hier abfährt. Das ist echt schade. Obwohl, eigentlich ist es gut, ja. Am Ende bist du froh, wenn du nicht so viel Holz einstecken hast. So, aber jetzt müssten wir eigentlich alles haben, ja. Hier kommen noch so ein paar durchgerauscht. Aber kein Problem. So. Kurz das MG anlegen, kurz die Lage checken. Ja, müsste gut sein. Ich fange an mit der Mauer. So. Das müsste gut sein. Sehr schön. Haben wir noch ein Tor? Ja, ein kleines. Reicht aber nicht für unseren Panzer. Deswegen müssen wir noch so zwei, drei machen. So, das reicht auf jeden Fall für unseren Panzer. Dann MGs. MG, 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 MG. Beziehungsweise Geschütztürme. Sondern es ist gar nicht mal so wenig Eisen, was hier ist, ja. Also da kriege ich gut was drauf. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall was Feines. So, dann würde ich sagen, fangen wir hier an. Muss ich das jetzt hier hoch? Okay, es war nur einer. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Das war falsch. Hier liegt auch wieder alles voller Leichen. Alles voller Alien-Leichen. So, das war wieder ein Fehlbau. Dann haben wir es gleich geschafft. Den kann ich nicht befüllen, da muss ich weiter oben hergehen. So. Bis hierhin. Das müsste gut sein. Jetzt tue ich direkt die ganzen Knickis dahin machen, wo wir hin müssen. Und dann müssen wir uns Strom gleich noch organisieren.
Wie will ich den denn hier befüllen? Hä? 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 Hat einer eine Idee? Ich nicht. Doch, ich habe eine. So. Oh, jetzt fehlen mir hier drei Knickis. Kann ja nicht sein. So. Und noch ein Knicki für hier, der das Ganze dann am Ende da drauf schmeißt. Munitionstechnisch. Weiß nicht. Ja, viel ist es nicht, was wir einstecken haben. Ich kann ja derweil so ein bisschen was bauen hier. Ich wenn ich so ein bisschen Munition hier habe. Was habe ich denn noch an Strom? Auch nicht mehr so viel hier. So. Okay, dann haben wir alles verbunden. Ich muss ein bisschen was basteln. Ja, jetzt habe ich natürlich viel Munition gebaut. So, dann müssen wir jetzt hier durchgehen. Am besten daher, wo auch unsere Leitung später herlaufen wird. So, dann machen wir hier noch Licht überall hin. Das Gute ist ja, glaube ich, die Aliens, die greifen ja hier nicht die, die Strommasten an, so einfach. Da halten die sich glücklicherweise ein bisschen bedeckt. Das wäre natürlich extrem mies, wenn man dann jedes Mal noch die Strommasten reparieren müsste. So, die werden hier schön betankt. Sehr schön. Wir füllen das ein bisschen auf. Hier haben wir auch nochmal 100, die wir hier reinschmeißen können. Ja, ich habe jetzt nur keine Erzförderer so wirklich, ne? Obwohl 15 Stück können wir bauen. Dann bauen wir die auch. Fahren wir erstmal das Gerätchen hier raus. Ich hoffe, ihr passt hier noch durch. Ja. Das passt auf jeden Fall. So, dann können wir schon mal die Fließbänder legen. Ich würde sagen, wir gehen auch hier unten raus. Da müssen wir einen Tunnel machen. Ich würde hier mal so anfangen wollen. Dann können wir da eine Line hinmachen. Da können wir ansetzen. Hier können wir wieder runterkommen. Machen wir so. Obwohl, nee, warte, ich muss einen weiter nach hinten, sonst kann ich da keinen Strommast zwischenlegen. Das wäre echt blöd. So, und dann haben wir das hier noch so. Da könnten wir dann so machen. So, müsste eigentlich alles verbunden sein. Wir können hier Strommasten reinsetzen. Sehr gut. Wir können hier... Die müssten da angeschlossen sein. Der da. Hier oben noch einen hin. Ja. Ja, würde ich sagen, da kommt schon das erste Eisen. Hier unten kommt jetzt auch die Munition an. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Müssen wir gleich unbedingt noch Munition hochbringen. Das darf ich nicht vergessen. Es wird nicht lange reichen, denke ich. Weil die Aliens hier, die sind, glaube ich, aktive Aliens. Ja, also, und vor allem, das sind mittlerweile auch starke Aliens. Da muss ich vorsichtig sein. Das kann sehr schnell in die Hose gehen. So, haben wir schon mal die nächsten. Dann geht's hier weiter. 1, 2, 3. So, dann geht's hier weiter. 1, 2. Da kann ich nicht hinbauen. Dann bauen wir hier hin. Das ist auch okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Erzförderer drauf bekommen. Das ist, denke ich mal, eine sehr gute Ausbeute, ja. Da kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Panzer, du stehst im Weg. So, schön hier am Rumdriven. Dann würde ich das tatsächlich sogar diagonal hier runterlegen. Erstmal, dass wir hier auf jeden Fall an dem Außenposten ankommen. Ja, wir haben auch nicht viel Fließbänder, ne? Das wird auch nicht reichen. Hier so ein bisschen mit Ecke und so.
Ja, das war's schon. Mehr haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal eben Sachen holen. Fließbänder und auch Munition. Da müssen wir ja noch komplett bis in unser Lager reinlegen. Da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen Wald weghauen für. Ja, aber kein Strommast, bitte. Danke. So, dann können wir hier eigentlich runtergehen. Da haben wir doch schon mal eine schöne Schneise hier. Das ist doch schon mal was. Da lässt sich was mit anfangen. So, und wir haben endlich wieder Eisen, Leute. Endlich wieder Eisen. Yes! Oh, hier müssen wir auch noch ein bisschen rumheizen. Aber jetzt brauche ich zuerst Fließbänder und Munition. Das ist erstmal wichtig. Eisen. Naja. Hält sich wacker in Grenzen. Das ist auch mittlerweile hier am Ende. Oh Mann, oh Mann. Naja. Oh, wir haben Eisen hier anliegen. Ach so, ja, die Stahlproduktion steht. Okay. Die Forschung müssen wir übrigens anwerfen. Robotertechnik. Warte mal, Munition. Hatte ich das irgendwo automatisiert? Ja, ja, klar, hier oben. Da. Hier ist Munition drin. 1,6K, die nehmen wir auch komplett mit. Und was wollte ich noch holen? Fließbänder, ne? Dann holen wir uns die doch mal. Nee, die ganzen Knickis will ich gar nicht haben. Ich sammle nur Fließbänder. Danke. Oh, wir müssen so viele Fließbänder machen. Oh! Kein Platz mehr in der Hütte hier. Vielleicht crafte ich auf dem Boden. Das wäre nicht so cool. Können wir mal ein bisschen was rauswerfen hier. Was haben wir denn hier? Das geben wir alles ab. Hier, ein so ein Wissenschaftspaket kann raus. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal nach oben. Reicht das von... Nee, das wird nicht reichen. Wir bauen und bauen und bauen und bauen und bauen und bauen. Und ja, dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich warte jetzt noch, bis das fertig ist. Dann fange ich mit der nächsten Folge an. Und dann gucken wir mal, dass wir das Eisen hier angeschlossen kriegen an unsere Leitungen. Damit das hier endlich vorangeht, damit das hier abgeht wie ein Zäpfchen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, hat es mich wie immer gefreut, dass ihr da wart. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, macht's gut, haut rein und tschüss.